Willkommen bei MOOC zum Entwurf einer Datenbank. Egal, ob wir online eine Reise buchen, einkaufen, ein Bahnticket bestellen oder eine Überweisung tätigen, so gut wie immer verwenden wir dabei Datenbanken. Datenbanken bunkern die Daten, die für Anwendungen notwendig sind, strukturiert und dauerhaft. In diesem Kurs geht es besonders darum, die Eigenschaften von Datenbanken kennenzulernen und relationale Datenbanken konzeptuell und logisch zu entwerfen. Ich bin Sam Winter, Datenbankexpertin und werde euch durch diesen Kurs begleiten. Der Kurs ist in verschiedene Lektionen unterteilt, die schrittweise durch die Welt der Datenbanken bzw. des Datenbankentwurfs führen. In der ersten Lektion werde ich zunächst einen Überblick über den Kursinhalt geben und euch auf das bevorstehende Lernabenteuer einstimmen. Es ist immer hilfreich, zu Beginn eines Kurses zu wissen, was auf einen zukommt. Hier findet sich auch eine Übersicht über alle Materialien, die in diesem Kurs zur Verfügung stehen. In der zweiten Lektion werden wir die grundlegenden Eigenschaften, die Architektur und das Datenmodell von relationalen Datenbanken kennenlernen. Wir werden uns auch mit wichtigen Begrifflichkeiten wie Datenbank und Datenbankmanagementsystem vertraut machen und die Vorteile von Datenbanken kennenlernen. Aber eine geeignete Datenbank fällt nicht einfach so vom Himmel. Zuerst müssen Anforderungen definiert und die Datenbank passend entworfen werden. Zuerst als Konzept und noch unabhängig von einem konkreten Datenbankmanagementsystem. Danach logisch und schon auf ein bestimmtes Datenmodell zugeschnitten. In der dritten Lektion werden wir uns daher zunächst mit den grundlegenden Konzepten des konzeptuellen Entwurfs einer Datenbank befassen. Wir werden sehen, wie man Anforderungen an eine Datenbank mit Hilfe einer Modellierungssprache grafisch darstellen kann und als Modellierungssprache dafür das Klassendiagramm von UML verwenden. In der vierten Lektion lernen wir erweiterte Konzepte des konzeptuellen Datenbankentwurfs kennen. Dabei wird ein konzeptuelles Datenbankmodell mit Hilfe von Generalisierungen, Aggregationen und Kompositionen noch mit mehr Semantik versehen. Diese Konzepte erleichtern auch die Lesbarkeit von konzeptuellen Datenmodellen und so die Kommunikation mit den AuftraggeberInnen. In der fünften Lektion der Transformation ins Relationenmodell bilden wir nun das konzeptuelle Modell einer Datenbank auf ein relationales Datenmodell ab. Dabei werden Relationen mit Attributen, Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln entworfen, in welche später die Daten abgespeichert werden können. In der sechsten und letzten Lektion schauen wir uns dann noch näher an, wie man die Qualität eines Relationenschemas beurteilen kann und was in diesem Zusammenhang Normalformen bedeuten. In diesem Kurs steht praxisorientiertes Lernen im Vordergrund. Wir möchten euch ein abwechslungsreiches und fesselndes Lernerlebnis bieten, das sich von traditionellen Vorlesungen unterscheidet. Daher haben wir die Lernmaterialien mit animierten Charakteren und wechselnden Orten der Wissensvermittlung gestaltet. Jetzt werde ich mir noch einen Kaffee und ein Stück Kuchen aus meiner Lieblingsbäckerei holen. Ich freue mich schon, euch begleiten zu dürfen und wünsche euch viel Spaß beim Eintauchen in die Welt der Datenbanken.